Ui. Ja, okay, wenn sie wirklich schon seit Jahrhunderten lebt und die Fäden hinter dem Thron zieht, dann kann sie sich auch ein schickes Haus leisten, ha? Im Springbrunnen drinnen. Ha. Einer von den Hunden murmelt zu sich. Das sind alles Hunde hier. Also zumindest ganz schön viele von euch. Hail and well met. Der Orlaner ist umgeben von Büchern und Schriftrollen. Seine Haare stehen fast zu Berge und er spitzt die Ohren, als du dich näherst. Du bist von Flüstern umgeben. Khednur Goldtal. Wahrlich alte Stimmen. Ha. Also er weiß schon mal, wo wir wohnen. Woher weißt du das? Wir wissen, woher er das weiß. Er ist ein Medium, das ist sein Job. Dafür bezahlt. Du musst dich täuschen? Nein, er wird sich nicht täuschen. Und was re Darf ich nicht mal Antworten haben, die einigermaßen intelligent klingen? Okay, vielleicht sollte Marissa auch ein bisschen intelligenter sein dafür. Woher weißt du das? Der Orlaner grinst. Seine Zähne sind spitz wie Dolche. Als Medium ist es meine Aufgabe, so etwas zu wissen. Du trägst den Geruch der Alten mit dir. Was kannst du mir noch sagen? Seine Ohren senken sich nach unten. Nicht so viel, wie ich gerne würde. Meine Pflichten Lady Webb gegenüber zwingen mich, meine Gaben anderweitig einzusetzen. Er blickt auf einen Tisch voller Schriftrollen. Hast gerade eine schwierige Aufgabe vor dir, huh? Oder einfach nur viel Arbeit. Was führt dich zur Dünnritzstraße? Ich wurde von Lady Webb eingeladen. Korun neigt den Kopf zur Seite, als würde er dich besser betrachten wollen. Verzeih, sie empfängt nicht viele Besucher. Die wenigen, die sie einlädt, sind ein faszinierender Haufen. Das ist eine sehr gute Beschreibung, ja. Ich habe bisher noch nicht ergründet, wie sie ihre Wahl trifft. In meinen Augen haben sie keine Gemeinsamkeiten, aber ihr Blick ist deutlich schärfer als meiner. Was sie wohl sieht? Die Zukunft und Potenzial, würde ich sagen. Ihr Zimmer ist oben, das mit den Wachen davor. Die Stadt erkennt ihren wahren Wert vielleicht nicht, der Duke aber gewiss. Erzähl mir mehr von deinen Fähigkeiten, wir würden da gerne mehr drüber erfahren. Ich suche nach Seelenverbindungen, nach verlorenen Dingen, verschwundenen Dingen, beunruhigenden Dingen. Besonders wenn mächtige oder einflussreiche Menschen beteiligt sind. Ich bin ein Medium. In Eyre Glanfass waren wir einst als Brischalkwyn bekannt. Verstandesjäger. Ein schöner Titel, das stimmt wohl. Doch erst als die Beseeler vor 40 Jahren anfingen, mit unseresgleichen zu arbeiten, erkannten wir unsere wahre Macht. Also, wir gehören zu den besten Detektiven der Welt. Indem wir Seelen durchleuchten, sehen wir, wo ihre Besitzer überall waren. Oder wir blicken eine Waffe an und sehen, wer sie berührt hat. Seine Nase zuckt, als er dich anblickt. Äußerst nützlich, um Verbrechen zu lösen, wie du dir denken kannst. Oder das Verbrechen zu vertuschen, ja. Aber was hat das mit diesem Haufen an Pergament hier zu tun? Mir scheint, du könntest Hilfe gebrauchen. So viele Geheimnisse und verschlungene Pfade in dieser Stadt. Man muss bloß um die Ecke biegen, um eine frische Spur von etwas Gestohlenen zu finden. Oder von jemand Verschwundenen. Er zuckt mit einem Ohr. Leider fehlt uns die Zeit, allem nachzugehen. Ich sollte eigentlich an anderen Dingen arbeiten, aber ich muss immerzu an einige Fälle aus der letzten Zeit denken. Der Fluch eines Mediums, von der Neugier getrieben zu werden. Ich könnte diese Fälle untersuchen, wenn da ein bisschen was zumindest für uns bei rausspringt. Er legt die Ohren an. Eine Frage der Prioritäten, sagt Lady Webb. Es gibt heutzutage viele Probleme in Trutzbucht, wichtigere Probleme als ein paar vermisste Personen. Das ist allerdings richtig. Ich habe keine Zeit für sowas. Vielleicht später mal. Jetzt sollten wir wirklich erstmal mit Lady Webb reden. Die irgendwo oben sein soll. Wir begeben uns gerade nicht nach oben, das ist richtig.
Aber wir gucken uns hier ein wenig um. An der Wand sind Hinweise in einem Fall angebracht, bei dem anscheinend eine Karawane auf dem Weg nach Neuheoma verschwunden ist. Ja, nee. Wo ist die Treppe? Am Eingangsbereich waren Treppen, ne? Zwei Stück. Ja. Zurück. Und nach oben. Ja, definitiv prunkvoll. Und hier sind viele Wachen. Lady Webb empfängt dich jetzt. Okay. Marissa sollte das Reden übernehmen. Diese Frau umklammert mit spindeldürren, schrumpeligen Fingern einen dicken Stapel Pergament. Die Finger sind von ihrem hohen Alter fast durchsichtig. Ein hauchdünner Schleier über fahlen blauen Adern. Tintenflecke, Kerzenverbrennungen und die Narben unzähliger Schnitte von Rändern von Schriftrollen zeichnen ihre Hände wie eine Steppdecke, deren Muster einer großen unbeschreiblichen Wahrheit nachempfunden wurde. Sie blickt nicht auf, sondern liest weiter. Das ist ein sehr leicht zu durchschauendes taktisches Verhalten, was du dann in den Tag legst. Ich meine, du hast deinen Wachen gesagt, dass wir kommen und dass wir genau jetzt eintreten sollen. Und trotzdem tust du jetzt so, als wenn du beschäftigt wärst? Ernsthaft? So, the messenger conveyed my summons. A miracle that would make the reincarnation of Aethys look like a child's cantrip, surely. It doesn't draw the most inspired minds, messaging. They failed me so many times of late, I nearly sent a cipher after you instead. So this is the Watcher who took over Cad Nuah. Oh, don't look so surprised. It isn't an attractive expression. I wouldn't be where I am for long if I let details like that escape me. Wir standen wohl windwärts zu ihr und sie hatte Zeit, unseren Geruch zu wittern. Dein Ruf eilt dir voraus, Wächterin. And this fiasco in the sanitarium that you seem to have gotten yourself into the middle of. What in blazes possessed you to stir that nest of trouble? Ich untersuche eine seltsame Gruppierung. Ich muss jemanden finden. War eine persönliche Angelegenheit. Es sind alles persönliche Angelegenheiten. Und sie ist trotzdem nicht wirklich davon irgendwie abzuhalten, sich da einzumischen. Ich untersuche eine seltsame Gruppierung. Strange does not begin to describe them. The practices of the Leaden Key defy all reason. You're not the only one with an interest in their recent activities. I've lost 4 ciphers this year alone trying to get someone inside their ranks. As it is, we only have our suspicions about who is in the group and what they intend. Which I suppose means we have much in common with them. I asked you here because I wanted to know what your interest was in all of this. I thought perhaps we might help each other. Why are you looking for the Leaden Key? Eines seiner Gruppenmitglieder hat meine Seele erweckt. Ich brauche ihn, um das umzukehren. Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin in einer der Ruinen einem Mann begegnet. Ich muss ihn wiederfinden. Ja, also den Mann mit der Maske. Wir brauchen Antworten. Oder wir könnten sie belügen. Das wird sie auf jeden Fall durchschauen. Naja, wir suchen einen Mann. Sie schließt die Augen. Ihre Lider zittern. Dann wird ihr Gesicht plötzlich reglos und ihre Lippen teilen sich. Nur einen kleinen Spalt. Ihre Hand öffnet sich kurz, ein Teil des Pergaments fällt zu Boden. Die Seiten wirbeln um ihre Beine, wie die Blätter eines sterbenden Baumes. Ihre fleischigen Augenlider heben sich und ihr Blick fällt sofort wieder auf dich. The gods are cruel, I'm afraid. The man you seek is Theos Ix Arcanon, Grand Master of the Leaden Key. One of the most elusive and dangerous men Aeora has ever known. Yay, Taox Ix Arcanon. Woher weißt du, dass ich nach Taos suche? Naja, sie wird ebenfalls ein Medium sein, und zwar das mächtigste Medium, das wir jemals treffen werden.
und sie hat einfach die Verbindung zwischen uns und ihm gesehen. Aber wir können trotzdem mal nachfragen. Because you have seen his face, and that makes it a simple matter for me to see it. You even happened to catch him in his ceremonial garb, it seems. Must have been a special occasion. Was kannst du mir über Taos sagen? More than most, though very few would know so much as his name. And there is no way of knowing how much of what I've read is true. The Leaden Key dates back more than 2,000 years. If rumors are to be believed, Theos was the one who created it. Also sehr, sehr alt und dementsprechend auch sehr, sehr mächtig. Aber jedes Mal, wenn ich über diese Jahresangabe stolper, drängt sich immer so ein Vergleich auf, den Autoren ganz gerne auch nutzen. Aber er verhält sich nicht unbedingt so wie diese Person. Gucken wir mal weiter. What scraps of evidence exist suggest that he has died many times, only to be reborn each time exactly the same man. Awakened during adolescence with all the knowledge and experience of all his lifetimes. The plots he orchestrates sometimes take hundreds of years to bear fruit. Needless to say, this is not the natural order of things. But he is said to be one of Whitaker's favored, and that old bat was never one to let rules get in the way of favoritism. Ja, das lässt den Vergleich jetzt noch näher wirken, den ich eben gerade erwähnt hatte. Als immer der gleiche Mann. That may also explain another supposed gift of his. His body is no boundary to his soul, and he is known to take possession of others, if their souls are weak enough. Often it is for elaborate deceptions, but sometimes he simply forces them to kill themselves. He is not known for his generous supply of pity. Dann war das gerade in dem Sanatorium Taos? Persönlich? Großmeister des bleiernen Schlüssel? Lässt sich Monate, wenn nicht jahrelang einsperren, nur um dann dieses eine Experiment zu stören? Müssen wir mal gucken. Oder es gibt auch andere mit dieser Gabe. He is also not one to show himself in any but their most critical matters. If he has directly involved himself in whatever the group plots now, it may be your only chance to find him. And once you do find him, if you can find him, I would not hold my hopes too high if I were you. He is a driven, single-minded man. He will not have the slightest concern for your problems. Woher weißt du so viel über Taos? The same way I come by all my knowledge. Exhaustive research, spying, bribery, perhaps some less savory measures. Whatever the knowledge demands, I pay in full. There is nothing of greater value. Unfortunately, with Theos, there is also nothing more scarce. He has covered his tracks far too well. His manipulations of the course of history are lost to time now, though I believe they were many. Was genau willst du jetzt von mir? Also du willst wissen, warum wir ihn suchen? Und dann willst du was? Keep me informed. The Leaden Key has been busy lately. And that is distressing news. I can only guess as to what they intend. You seem to have a knack for turning the stones they've crawled beneath. Keep turning them. Dunreed Row will not stop you. Dafür hätten wir aber nicht extra herkommen müssen. Also ja, es ist gut, dass wir gekommen sind, dass wir den Namen erfahren haben, also den ganzen Namen und ein klein wenig über ihn, aber... Das ist nett von dir.
Und das passt nicht. Weil sie hätte uns ja auch einfach weitermachen lassen können wie bisher, denn wäre genau das passiert. Wir hätten weiter Steine umgedreht und, ne? Also irgendwas stimmt hier noch nicht so ganz. Whatever it is they're up to, figuring it out will be of great use to both of us. In your case, it will surely point you to Theos. In return, I will share our knowledge with you as we learn it and provide you with what assistance I can. Das klingt sehr verlockend, ja. Aber wir werden zwar ein immer mächtigeres Wesen, aber die Dunrüth-Straße hat sehr, sehr, sehr viele Spione. Ein ganzes Netzwerk davon, damit werden wir niemals mithalten können. Klingt gut, ja. If you find your trail has run cold, come to me with whatever you have. There is much I may be able to do for you. Also wir könnten jetzt schon erste Berichte abliefern, über das Sanatorium wahrscheinlich. Aber wir sollten vielleicht doch erstmal uns weiter umgucken bei anderen Sachen. Yes? Gibt es ein First Rap? Kannst du hell sehen? Wie alt bist du? Da fehlt nur noch, wie viel wiegst du? An indiskreten Fragen, die wir stellen könnten. Nee, komm. Try your best not to die out there. Ja, wir bemühen uns jetzt, am Leben zu bleiben. Das klingt gut.